Shalom Aleichem. Zwischen die großen Tora-Gelehrten aller Zeiten in den letzten 200 Jahren gibt es eine Persönlichkeit, ein großer Tzaddik, ein großer Rav, ein großer Rabbi. Das ist der Malbim. Malbim bedeutet Rabbi Meir Leibusch ben Yechiel Michel. Also Hamalbim, sein Name, Harav Meir Leibusch ben Yechiel Michel. Also das war die Eselsbrücke von seinem Namen, seinem Titel, so hat man ihn genannt. Rabbi Meir Leibusch ben Rabbi Yechiel Michel. Wir werden heute drei Sachen machen. Wir werden erzählen seine Biografie. Wir werden erzählen seinen Kommentar auf dem Tanach, sein Perusch. Und wir werden fokussieren heute ganz Besonderes, was denken die Chassidim, die Admurim, die Rebbes über dem Malbim? Hat man überhaupt seine Bücher zu Hause? Ist er anerkannt? Ist er glattkoscher? Wo steht er heute, der Malbim und damals? Eine sehr spannende Reise über diese drei Themen, seine Biografie, seine Kommentare, seine Perusch zum Tanach mit Beispielen. Und was halten, was denken die Chassidim von ihm? Die Literatur habe ich gesammelt von hauptsächlich drei Büchern. Die erste heißt Mea Shana Liptirato, 100 Jahre zu sein Tod, von Rabbi Yechezkel Rotenberg. Das ist ein Buch, der erschien 1979 in Israel. Die zweite Buch heißt Hagaon Malbim von Moshe Meir Yasher, 1980. Und was denken die Chassidim darüber? Das habe ich getroffen in einem Magazin, Zeitschrift Heichal HaBaal Shem Tov von den 80er Jahren, Tovshin Samach Zayin, geschrieben, dem ganzen Artikel von Harav Mordechai Gelernter. Der Journal, dieses Magazin, kommt raus von Rav Nochum Grimwald, ein großer Chassidismus-Gelehrter in Amerika, der wirklich ein Genie. Und jeder, der schreibt in sein Magazin, muss schon sein ein Kenner und ein guten Kenner von Chassidut und Torah und so weiter. Also darum geht es heute über den Malbim. Und fordern, dass wir beginnen über den Malbim seine Biografie, ich möchte eine kleine Einführung, was für eine besondere Persönlichkeit war er. Der Malbim war ein Stabiler, ein Optimist. Alles, was ihm passiert am Leben, hat er gemeistert ohne Angst, ohne Fürcht. Nicht von Feinden, vom Innen und vom Außen. Er hat sehr viele Kämpfe, Meinungsverschiedenheit, Kritik, Krieg, riesige Zores mit allen, mit Kanaim, mit Radikalers, mit Maskilim, mit Kofrim, mit Reformim, mit Rishei Agoim, die Bösen von den Goim, von Romania, Rumänien, Bukarest und Russland, Mogilow, Kiew, und so weiter. Und auch von heimischen Jiden, von Chassidim, von Misnagdim. Und zum Beispiel diese drei Gruppen hatten mit ihm große Probleme. Wir werden bald sehen. Die Chassidim hatten großen Kampf gegen den Malbim, weil er war sehr viel beschäftigt mit Grammatik, Sprache, Metapher,
Melitza, Analogie, Gedicht, Gesang, Poetie, Legende, Predigt, andere Sprache, andere Literatur von die Goyim. Und das hat die Hasidim beängstigt. Wir werden bald sehen, warum und wieso. Die Maskilim hatten von dem Malbim eine größte Überraschung, dass trotz seiner Super-Religiosität, sein Adikuto, sein super fromme Lebenseinstellung, er konnte sehr gut Ivrit, Literatur, Allgemeinwissenschaft, Philosophie von Zeit, Schreibers wie Kant und verschiedene andere Leute. Und er hat gezeigt ihren wahren Gesicht von dem Maskilim. Mit den Reformen hat er auch geschrieben, ein super Bücher, HaTorah VaMitzvah. Und er wollte zeigen, dass der Tanach und dem Talmud sind nicht zwei separate Sachen, sondern schriftliche Torah und mündliche Torah gehen die ganze Zeit zusammen. Und er hat gezeigt Beweise ohne Ende, dass es nichts herausgefunden von der mündlichen Lehre. Und alles, was er sagt, hat das eine Basis und festen Besitz auf dem schriftlichen Torah. Also er hat gegeben Beweise, das ist keine Erklärung oder Drusch von unseren Chachamim, ist nachgedacht von ihrem Kopf, sondern es ist alles Einstellung von der schriftlichen Torah. Und die schriftliche Torah war nur so eine kurze Verfassung von Gott. Und wir müssen die ganze Idee verbreiten und lernen. Er hat gesagt, dass die ganze Torah ist Stanografie. Stanografie, das ist eine Sprache, wo besondere Sekretärin oder Sekretär können schreiben, kurz nach Zeichnungen, sehr viele Wörter ganz schnell. Das gibt auch in Ivrit von Jakob Maimon. Bis heute gibt das. Und er sagt, dass die ganze Torah ist Stanografia von Moshe Rabbeinu. Der hat geschrieben, das, was Gott hat ihm diktiert. Er war der Sekretär von Gott. Ich finde diese Idee genial. Und wir müssen diese Sprache von der Stanografie verstehen und erklären und wissen, was steht drinnen geschrieben. Und nur Leute, die haben wirklich die Torah gelernt, können die Torah kommentieren, insbesondere Chazal. Der Malbim war ein sehr realer Mensch. Der war ein guter Prediger. Der hat volle Emuna und Bitachon. Der konnte geben an sein Leben die Wellen über seinen Kopf. Er hat gewusst, es wird schon kommen. Bessere, gute Zeiten, leichte Zeiten. Der hat einen super Freund gehabt, Jechiel Bril, der Chef, Direktor, Zeitung oder Zeitschrift HaLevanon. Er war der Rosh, der Mozilla Or, derjenige, der bringt die Zeitung. Wie heißt das, wenn einer ist? Chefredaktor von der Zeitschrift HaLevanon. Und diesen Jechiel Bril war der beste Freund von der Malbim 40 Jahre. Stell mal vor, was für ein Geschenk ist zu haben, so einen Freund. Und er nennt ihn, wir sind die Wiedergeburt von David und Jonathan. Also so eine große Freundschaft, Liebe, Vertrauen. Und er hatte nur auf diesen Freund Jechiel Bril 100% Vertrauen und er konnte auf ihn komplett verlassen. Leider Jechiel Bril ist gegangen nach Israel zu leben, in Jerusalem, und ihre Wege ist geblieben, nur korrespondieren in Briefen. Aber trotzdem gibt es sehr viele Briefe, wo die beiden, der Malbim
und Yechiel Brill zueinander kommentieren. Also das ist die Einführung zum das, was wir möchten heute reden. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shekinah Bedvarim. Der Malbim ist geboren Yutet Adar Tovkuf Samachtet, 19. Adar 1809 in Walitschzik auf die Grenze von Polania und Austria. Sein Vater Reb Yechiel Michel Weiser und seine Mutter Simatia. So ist sie, Simatia. Habe ich noch nie gehört diesen Namen, aber einen besonderen Namen, Simatia. Seine Eltern haben jahrelang probiert, Kinder zu haben, zu bekommen. Und es hat nicht gelungen. Nach vielen Jahren, der Rebischter hat gemacht ein Nest und sie haben bekommen ein Kind. Und sie waren sehr froh, dass dieses Kind ist zu dieser Welt gekommen. Und sie haben ihn genannt Meir Leibusch nach dem Großvater. Er war ein Einzelkind. Yechiel Michel, der Vater von Hamalbim, war ein scharfer Mensch, ein Lamdan, ein Torah-Gelehrter und Ish Zura, ein ansehender Mensch, eine Form von einem Mensch. Und seine Mutter Simetia war eine kluge, reife, liebvolle und sie hat die ganze Zeit investiert auf ihren Kind. Sie haben alles investiert auf diesen kleinen Meir Leibusch. Sie haben ihn genannt Meirl. Und der Vater hat mit ihm jeden Tag stundenlang gelernt. Lashon Kodesh, die heilige Sprache. Tanach, Torah, Neviim, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Dikduk, Grammatik. Sehr viel. Und als er war fast 7 Jahre, ist leider plötzlich sein Vater Yechiel Michel gestorben. Und er ist geblieben weise. Er hat gesagt, mein Vater war Yechiel Michel Weiser, seine Familiennamen, und ich war Meir Leibusch Weiser auch. Weiser ist auch ein Weißer ist er weiß und Weiser ist ein eine ohne Eltern, Yatom, Ayusen. Gut, die Mutter war sehr kreativ und sie wusste, dass der Stadt von Walitschzik ist auch Witwer, Yehuda Leib. Und nach ein paar Monaten nach dem Tod, sie wollte mit dem Rabbiner von Stott heiraten. Sie hat geschickt einen Schatren, einen Heiratsvermittler, soll er ihm anbieten, diese Schiduch. Und die beiden haben geheiratet. Und warum wollte sie heiraten, gerade der Oberrabbiner von dem Stott? Weil sie wollte einen guten Lehrer, kostenlos, für ihren Sohn. Das war ihre einzige Idee, bereit zu heiraten mit dem Rabbiner. So schreibt der Hamalbim selbst. Und die haben geheiratet und er war ein angenehmer Vater zu ihm, aber er war sehr beschäftigt mit seinem Rabbinat und er konnte mit seinem Stiefsohn Meir Leibusch sehr wenig lernen und unterrichten. Hat ihm bestellt einen privaten Lehrer, Rabbi Moshe Halevi Horowitz, der später geworden nach dem Tod von Yehuda Leib, der Oberrabbiner von Walitschzik. Und er hat gelernt mit Reb Moshe Halevi Horowitz. Reb Moshe Halevi Horowitz war auch ein sehr allgemein wissender, gierig. Er wollte auch allgemeine Sachen in die Welt lernen, wie Biologie, Chemie, Mathematik, Anthropologie, Geographie und allgemeine Wissen. Und alles, was hat sein Reb Moshe Halevi Horowitz hat unterrichtet dem kleinen Hamalbim, hat er sehr gerne gelernt und es gibt kein besseren Spaß und Freude und Vergnügen als zu lernen mit einem scharfen, klugen Kind,
Der lernt sehr schnell und ganz schnell konnte schon der kleine Meir, Leibusch, schon diskutieren und reden ganz hoch mit seinem Rebbe. Mit 14 Jahren Hamalbim hat geheiratet. Warum mit 14? Weil es steht geschrieben in Talmud in Kiddushin, Seite 30a, dass Rav Chisda hat gesagt, am liebsten ist der Satan zu töten, wenn ist man noch jung. Also der Satan bedeutet dem Trieb zu Frauen, soll man schnell heiraten. Und Rav Chisda hat gesagt über sich, ich habe geheiratet mit 16, hätte ich mit 14 geheiratet, ich konnte einen Zahnstocher legen dem Satan in seine Augen. Und weil der Hamalbim war eine Tora-Gelehrter und dort steht geschrieben, dass wenn man will, einen ruhigen Kopf ohne Störungen von anderen Sachen, dann soll man heiraten und dann bekommt man einen bequemen, ruhigen Kopf. Hat er geheiratet. Er hat geheiratet mit einer verwöhnten Mädel, Tochter von einem reichen Mann. Und die beiden haben bekommen ein Mädel, die heißt Frieda. Und nach gewissen Zeit, es waren verschiedene Ursachen und Gründen von beiden Seiten, wo sie konnten weiter miteinander nicht leben. Sie war nicht gut für ihn und er war nicht genug gut für sie. Und es kann mal passieren am Leben, dass beide Menschen sind gut, aber zusammen funktioniert das nicht aus verschiedenen Zwecken, Gründen. Gut. Und dann macht er eine große Reise. Er geht nach Warschau, er trifft dort Reb Arya Leib Zins und er geht lernen bei dem großen Rebbe, Reb Zvi Hirsch von Sidetschow. Reb Zvi Hirsch von Sidetschow wird genannt Sar Beta Zohar. Der Minister vom Zohar hat gegeben einen Kommentar über dem Zohar, über dem Kabbalah-Buch von Rabbi Shimon Bar Yochai. Und er hat bei ihm gelernt, fast 2 Jahre, Hamalbim saß in einem Zimmer und er hat gelernt, Tag und Nacht, alle Schriften von Reb Chaim Vital und von dem Arizal, von Reb Yitzchak Luria. Die ganzen Etzchaim, die Pri Etzchaim. Und wenn jemand will sehen, es ist unglaublich, am Ende von Shira Shirim, am Ende von Hohe Lieder, gibt es einen kabbalistischen Perusch von Hamalbim. Ma'amar, Hacharash, Ve'amazger. Also es gibt ein von dem Hamalbim, 4 Seiten, wo er 200 Seiten von dem Arizal komprimiert auf Shira Shirim. Unglaublich, wie viel Kabbalah und tiefen Verständnis hat er gehabt. Er hat auch geschrieben noch ein Buch Megillat Starim. Und mit 21 Jahren hat er schon geschrieben ein Buch über dem Shulchan Aruch. Er war mehrere Jahre Rabbiner in verschiedenen Städten, Bukarest, Cherson, Mogilow und mit 70 Jahren ist der Hamalbim 8 Uhr morgen am Rosh Hashanah gestorben in Kiew, in Ukraine. Also das ist im Kurz und Ganz seine bewegten Lebenslauf. Die waren sehr bewegt und alle sind gekommen zu seiner Beerdigung. Es war ein großer Schlag zum Olam HaTorah, zu dem jüdischen Volk. Aber kann man nichts machen. Das war eine erfüllten 70 Jahre wirklich ohne Ruhe. Also wirklich so bewegte Leben, unglaublich. Okay, das ist über seine kurzen Zusammenfassung von seiner Biografie und Lebenslauf.
Lauf. Der Malbim hat geschrieben sehr viel Perushim. Perushim bedeutet Kommentar. Also die Tora hat sehr viele Kommentare. Es gibt Targum von Onkelus, Rashi, Metzuda David, Metzuda Zion, Eben Ezra, Sforno, Rabbi Ovadia von Sforno, Toldos Aaron und der Perush von dem Malbim. Der Perush von dem Malbim ist Pshat, Andeutung von die Wörter, und weil er hat gelebt in Deutschland und er war auch Rabbiner in Königsberg, er erklärt die Sachen sehr andeutig, klar und logisch. Es war ein Gedanke in der Welt in dieser Zeit, dass es gibt die schriftliche Tora und die mündliche Tora. Und der Malbim hat geschrieben ein Buch, wo dieses Buch ist Safra auf Vaikra, auf dritte Buch Moshe Torat Kohanim. Und dort bringt er 613 Beweise, wie kann man lernen, die mündliche Tora von der schriftlichen Tora. Und beide wurden gebracht von Moshe Rabbeinu auf dem Berg Sinai. Und da hat er begonnen zu schreiben Perush auf dem ganzen Tanach. Er hat begonnen mit Jeschaiahu, dann Iov, Megillat Esther, Shir HaShirim und so auf dem ganzen Tanach. Ich sage in Klammer, eine Perush, ein Kommentar von Hamalbim über Kohelet, über Prediger, ist leider verloren gegangen. Falls jemand hat Kontakt zu alten Bibliotheken und er kann forschen über Perush, über Kommentar von Hamalbim über Kohelet, über Prediger, gebe ich ihm ein Honorar, eine Belohnung von 1.000 €. Also wenn jemand wird finden, diesen Kommentar von Hamalbim über Kohelet, bekommt er von mir und insbesondere von einem Rabbiner, der will sehr seine Schriften haben, Rav Moshe Zuriel Schlitter. Er ist auch bereit zu geben, ein großes Geschenk, falls jemand wird finden, den Perush von Hamalbim über Kohelet. Dann hat er über alle 24 Bücher geschrieben. Zum Beispiel über die Megillat Esther, über die Schriftrolle Esther, hat er geschrieben eine sehr klaren Mada Medina, also Landwissenschaft. Also wenn jemand will lernen, was ist passiert am Purim, die richtige Geschichte, Asipura Pashtani, die einfache Geschichte. Ich gebe euch unter diesem Shiur einen Link, wo gibt es eine Shiur vor ein paar Jahren, die habe ich gegeben von Hamalbim über Schriftrolle Esther. Nachdem ihr guckt diesen Shiur jetzt, könnt ihr auch schauen, diesen Link, was ich schreibe euch unten, ein Shiur über Hamalbim, eine Kostprobe von einer Stunde, wie kann man andere Blickwinkel und neue Licht bekommen auf die Schriftrolle Esther. Glauben Sie mir, jahrelang habe ich die Schriftrolle Esther gelesen. Erst dann, wo habe ich den Hamalbim getroffen und gesehen seinen Kommentar, vor vielen Jahren, könnt ihr sehen dem Shiur, habe ich erst verstanden, wie tief und klar und breit Wissen ist Hamalbim bei seiner Erklärung über die Tora. Jedes Wort teitscht er fort. Auf jede kleine Sache sieht er in die Megillah, was steht geschrieben? Hamalka Vashti oder Vashti Hamalka. Also auf Kleinigkeiten sieht er die ganze Zeit den Unterschied über Unterschied. Zum Beispiel, hier steht geschrieben Vatemaen Hamalka Vashti. Und später steht geschrieben Vashti Hamalka. Also das ist nicht jetzt Stam Hamalka Vashti, Vashti Hamalka. Es ist jedes Mal, wo es gibt in die Tora, in die Megillah, irgendein Wort, hat das einen Grund. Und nicht nur bei Vashti. Am Anfang,
wird Esther genannt, die ganze Zeit nur Esther. Batilakach Esther, 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 steht die ganze Zeit Esther, aber steht nicht geschrieben Hamalka Esther, steht nicht geschrieben, dass sie ist eine Königin. Später, nachdem wo sie ist geworden eine Königin, sieht man, Vayikirot HaMelech et Esther HaMalka. Also hier sieht man schon, das ist Esther HaMalka. Sie ist schon eine Königin. Es ist schon eine andere Melodie. Also und so auf dem ganzen Megillah hier, Esther HaMalka. Also und so in der ganzen Megillah sieht er den Unterschied zwischen die beiden. Hier sieht man das andeutig. Bayom ahu Natan HaMelech Achashverosh le'Esther HaMalka. Also sie ist offiziell Königin. Also guck diese Shiur, dass ich euch linke und ihr werdet verstehen, was ich meine über diese besonderen Einzelheiten. Gut. Noch ein Beispiel jetzt von Torah. Steht geschrieben in Bereishis, Kapitel 48, Pasuk 16, dass Jakob Avinu bencht seine Eniklach, Menashe und Ephraim. Und was sagt er? Der Engel, der mich erlöst aus allem Übel, segne die Knaben, dass in ihnen mein Name und meine Väter Namen Avrom und Yitzchak genannt werde und sie dem Fisch ähnlich zur Menge und so weiter. Was bedeutet diesen, fragt der Hamalbim, was bedeutet, dass sie ihnen mein Namen, was heißt, wie kare baem, Schmi, was bedeutet, sie sollen meinen Namen tragen? Was will Jakob seine Kinder sagen? Hamalbim sagt etwas sehr interessant, dass die Kinder von Jakob haben gelebt in Mitzrayim, im Ausland, zwischen die Goyim. Sie haben gesprochen Mitzrisch, sie haben gegangen mit modernen Kleidern nach die neue Mode in Mitzrayim. Aber immer wenn sie waren eingeladen zu ihren Seide, zu ihren Saba, zu ihren Opa, Jakob Avinu, haben sie gleich getauscht zu traditionellen jüdischen Kleidern und gekommen zum Opa Jakob. Hamalbim sagt jetzt, Josef hat geholt seine Kinder, schnell sollen sie kommen zu Jakob. Und Jakob hat sie nicht erkannt. So wie es steht geschrieben in Pasuk 8, da sah Israel Josefs Söhne und sprach, wer sind diese? Was heißt, wer sind diese? Wer sind diese? Bedeutet, ich erkenne sie nicht. Josef erwiderte seinem Vater, meine Söhne sind es, die mir Gott hier geschenkt. Ah, Gott hat dir geschenkt, also du bist noch voll Vertrauen an Gott, okay. Er sprach, nimm sie doch zu mir, dass ich sie segne. Hamalbim erklärt dir etwas sehr interessant. Er sagt, zu leben im Ausland gibt das zum Schluss einen Preis von Assimilation. Die Kinder vergessen die Muttersprache von den Eltern, ob es Jiddisch oder Ivrit oder Sprache, was man redet in einer jiddischen Stube, man spricht anders. Sie verlieren die Kleider und sie verlieren auch den Namen. Anstatt Jakob machen sie Jackie, anstatt Shlomo machen sie Salomon
Und Abi, man dreht das anstatt Mordechai macht man Markus. Sagt Jakob zu seinen Söhnen, weißt ihr was? Änderung könnt ihr machen. Aber bitte nicht ändern den Namen von uns. Träg weiter den Namen von euren Vorfahren. Es ist eine große Mitzwe, sagt am Albim, zu tragen den Namen. Namen ist oben, ist Lebensbestimmung. Und er hat das gesagt über sich natürlich. Ich bin genannt Meir Leibusch nach meinem Opa und habe ich sehr viel von seinem Charakter, Eigenschaft, Menschlichkeit, Persönlichkeit mitgenommen. Also hier sieht man, dass unsere Aufgabe als Nachkommen, als Kinder ist zu verewigen den Namen von unseren Großeltern. Das machen wir auch bis heute bei unseren Kindern, dass man gibt dem Namen entweder von den alten Eltern oder Bobes oder Sedes oder von dem Rebbe. Mein Name ist Shlomo, nach meiner älteren Seide. Mein Vater ist Joshua, mein Seide, mein Opa ist Scholemberg. Der Vater von Scholemberg war Schleime Raskin. Und ich bin genannt nach meiner älteren Seide. Also, wie kare baem Shmi Beshem Avotai. Also, dass der Name von meinen Vorfahren soll sein in mein Namen. Also hier ist eine Dvar Torah und eine super Erklärung von dem Malbim, wie er teitscht einfache Wörter, die du siehst und jahrelang lernst du weiter und jetzt verstehst du, was bedeutet Miele, wer sind das, wer sind die? Er erkennt nicht diese Kinder, das ist eine andere Modernisation von Kindern. Es gibt noch eine Stelle in die Tora, die mir auch sehr gefällt, was ganz Besonderes. Auch einen interessanten Perusch von Amalbim. Das ist in Parashat Lech Lecha, Bereishis Kapitel 14. Steht geschrieben, dass wenn Abraham kam von Krieg, von Emek HaMelech, kam zu ihm Melech Sdom, der König von Sedom, und da sprach der König von Sedom zu Avram, gib mir die Seelen, also gib mir die Menschen, die habe, nimm dir. Und Avram schwört im Namen von Hashem und er sagt, nicht von Faden bis Schnüren, nicht von allem diejenigen werden etwas nehmen. Also ich werde nicht nehmen von einer Faden bis ein Schnurrele, ein Hut, Sroch, Schnürsenkel will ich auch nicht nehmen. Und soll's nicht sagen, ich habe dem Avram reich gemacht. Also ich will gar nicht von deiner habe. Also Avram ist ein vorbildlicher Mensch. Er will nicht. Er macht auf sich Anstrengungen. Er will nicht nehmen von dem Beute, was hat man im Krieg genommen. Gut, das ist normal, legitim, Moral, Ethik, aber pass mal auf. Avram ist nur Zadik auf sich. Er verlangt nicht von dem anderen Zadik zu sein auf ihren Kosten. Es ist unglaublich, was der Hamalbim sagt hier. Jetzt kommt, fern von mir nur, was die Leute verzerrt haben und der Anteil der Männer, die mich begleitet haben, also Oner, Eschkoil und Mamre, die sollen ihren Teil nehmen. Hamalbi Matir bemerkt etwas sehr interessant. Ein Mensch kann nicht erwarten, wenn er ist sehr moralisch, edel, diszipliniert, fleißig, mach mir verschiedene Charakter, die Menschen, die großen Menschen haben.
Und ein Mensch will manchmal projizieren und zwingen, andere Leute sollen sie von ihm lernen, eine vorbildliche Benehmung. Sagt der Malbim, du willst ein Zadig sein? Sei. Verlang nicht von der ganzen Welt, was zu tun und wie zu tun. Und noch mehr, wenn du trinkst nicht Whisky, vielleicht wollen die anderen ein Gläsel. Wenn du willst nicht genießen von der Beute, was ist gekommen, vielleicht gibt das der andere, vielleicht andere wollen doch etwas haben. Und Avraham Avinu als Yehudia Rishon will uns beibringen eine Lehre zu der Zukunft. Soll sein ein Zadik und ein Machmir, ein Strenger, nur mit dir selbst. Und mit dem anderen sollst du sein etwas locker. Nicht so wie andere Leute, die machen es umgekehrt. Mit den anderen Leuten, die sind streng und diszipliniert und mit sich machen sie, was sie wollen. Avraham zeigt uns ein Vorbild. Und alle Biographenschreibers schreiben über Hamalbim, dass das war seine Persönlichkeit. Er war streng mit sich und mit dem anderen war er etwas locker. Er hat verstanden, wo er lebt. Er hat gegeben in sehr viele Sachen Ermäßigungen, die haben ihm gebracht große Krieg und große Kämpfe und große Widerstand. Wie zum Beispiel, als er war in Königsberg und damals hat begonnen die Weltkampfdiskussion über Matzes le Pesach, handgemachte oder Maschine Matzes. Weltkrieg, die ganze jüdische Welt hat sich gekämpft. Soll man erlauben Matzes von Maschine, diesen viereckig, oder es muss weiter mit der Hand gemacht, die Runde. Alle strengen, alle großen Rabbanim, Tzadikim in dieser Zeit, alle Hasidim waren gegen Maschinenmatzes, bis heute. Hamalbim hat gelebt in Königsberg in Deutschland und er hat verstanden, es gibt arme Leute, es gibt Bedürftige, es gibt Leute, die überhaupt kein Matzes essen. Er muss wissen, wo er lebt und was hat gemacht Hamalbim. Für sich hat er gegessen Handmatzes. Aber für seine Gemeinde, er war einer von den Leuten hier in Deutschland, die haben erlaubt, Maschine Matzes zu essen, zusammen mit Rav Hirsch, zusammen mit Rav Bamberger aus Würzburg. Also die Rabbiners in dieser Zeit, in Deutschland inklusive Malbim, haben erlaubt, dass die Jiden, auch die ganz Adukim, auch die ganz Machmirim, die sollen auch essen Maschine Matzes. Also, da sieht man, ein bisschen ein kleiner Blick über seine Perushim, über seinen Kommentar zum Tanach. Und natürlich, das zu lernen, macht einen großen Spaß und eine große Freude. Und manchmal gibt er total einen anderen Blick auf die Sachen. Gut, jetzt gehen wir. Wir haben gesprochen schon zwei Aspekten. Wir haben gesprochen über seine Biografie und über sein Perusch zum Tanach. Jetzt gehen wir zu dem dritten und zu dem Hauptthema, die ich wollte euch heute teilen mit Gottes Hilfe. Der Malbim hat sehr stark geliebt Chassidismus und ihre Admurim, ihre Rebbes. Es gibt keinen Schatten von Bemerkung oder Kritik oder irgendeine krumme Nase gegen den Chassidismus. Und in dieser Zeit, die Welt war sehr ambivalent. Manche wollten sagen und nicht gesagt, manche haben gesagt und wollten nicht sagen. Es war sehr kompliziert, diese Zeit mit Chassidismus. Aber der Malbim schreibt in seinem Buch Arzot HaChaim sehr viel von Chassidismus und auch in Shir HaShirim. Und er erzählt sehr oft alles, was er hat gelernt bei seinem Rebbe, Reb Zvi Hirsch Misidetschow.
Er hat wahrscheinlich bei ihm gelernt 4 Jahre. Und 4 Jahre zu lernen bei so einer großen Admur ist bestimmt eine große Sache. Die Chassidim aber haben ihm ein anderes Gefühl geschenkt. Die Chassidim haben dem Malbim in dieser Zeit sehr heuchet gegeben. Sie haben verdächtigt. Sie haben ihm bei die Seite gestellt. Und der Arme war wirklich zwischen beiden Welten in ein schmalen Loch. Die Maskilim, die Liberalen, die Reformim, er hat gegen denen gekämpft die ganze Zeit. Und die Chassidim selbst denken, dass er ist ein Stück Maskil, ein Stück Reform, ein Stück Liberal. Und warum haben die Chassidim den Malbim nicht anerkannt und waren gegen ihn? Es war keine chassidischen Rebbe, der hat von der Malbim gesprochen, oder seine Bücher sind nicht in chassidische Häuser. Und ich rede jetzt in die Zeiten von seinem Leben. Warum? Weil sie haben verdächtigt, dass er gehört zu diesen modernen Maskilim Reformim, die wollen die Torah mit ihren eigenen Sechel jetzt in eine Derech Pashtanit Mechudeshet, in eine neue Teitsch bei den Wörtern. Nicht so wie die alte traditionelle Perushim, Rashi, Metzudas Dovid, Metzudas Zion, Radak und so weiter. Und sie haben gesehen in seine Schreiben sehr viele neue Erklärungen. Sie haben gesehen, dass er bringt von anderen Sprachen, dass er bringt ein bisschen von goische Philosophen, dass er erlaubt Maschinenmatzes, wie gesagt. Aber was steckt wirklich dahinter mit dem Gegenstand, mit dem Widerstand gegen den Malbim? Das will ich erklären, bevor wir gehen weiter. Steht geschrieben in Talmud, in Brachot 28b, Rabbi Eliezer sagt, Min'u bneichem min ha'igayon. Also gib nicht eure Kinder zu viel Torah, Nevi'im und Ktuvim lesen. Also nicht zu viel schriftliche Torah. Sollt ihr lernen mit euren Kindern Torah shebe'alpe. Talmud, Mishnah, Halacha, Musar, Agada, nicht zu viel Higayon. Warum? Steht geschrieben, Rashi, lo yoter midai targilum, sollt ihr mit denen nicht zu viel geben, schriftliche Torah zu lernen, mishum demaschcha. Was heißt das? Erklärt der Meiri das, was sagt Rashi. Damit sollen die Leute nicht den Pasuk deuten nach dem Wort, was steht geschrieben in die Torah. Die Torah hat in sich immer zwei Sprachen. Eine Sprache, was steht geschrieben, und eine Sprache, wie kommentiert man das und wie wird das gelernt. Also schriftliche Torah ist was und mündliche Torah ist wie. Und wenn man lernt nur die schriftliche Torah, versteht man gar nichts und man kann machen große Fehler. Wie zum Beispiel steht geschrieben, ein tachat ein, Auge ums Auge, shen tachat shen. Jeder, der lernt Torah, beginnt nur mit der Gemara, versteht, das Auge ums Auge bedeutet nicht physische Auge, sondern Geld. Also jeder versteht, dass das, was steht geschrieben in die Torah, steht eins geschrieben und wird zwei in die mündliche Lehre kommentiert. Bei den 10 Gebote steht geschrieben, du sollst nicht klauen. Was sagt die mündliche Torah? Es geht um Menschen. Also, nicht jeder kann kommen und sagen, was steht in den 10 Gebote. Nur diejenigen, die haben jahrelang studiert Gdolei Israel
Und deshalb die Chassidim und alle Leute in dieser Zeit wollten nicht lernen dem Malbim, weil der Malbim hat zu viel Perusch gegeben für den Tanach. In Jeschaja hat er gegeben sehr viele Antworten für andere Religionen gegen ihren Geschichten. Also in jedem Buch hat er sehr viele und tiefe Gedanken und versteckten Perushim, was er wollte, die moderne Welt etwas erklären, was man braucht zu dieser Zeit. Deshalb die Chassidim haben sehr beseitigt die Lehre von Hamalbim und sie haben das nicht gelernt. Aber mit der Zeit, als die Chassidim haben bemerkt, dass Hamalbim ist ein Tzadik, ist ein Yehudi, Ma'amin, Yehudi Aduk, Yehudi Kasher, Rav, Rak Lefi Ha'alacha Ve'amasoret, was er ist ein Rabbiner nur nach die Gesetze und die Tradition, es hat begonnen ein bisschen weich zu werden. Der Erste, der hat ihm gegeben ein bisschen Support, also Unterstützung, war der Ruzhiner Rebbe von Chassidut Sanigura. Die Ruzhiner Rebbe war sehr begeistert von seinem Perusch zum Buch Jechezkel. Und er hat gesagt, nur der Malbim erklärt richtig, endlich, was wird sein, wenn Moschiach wird kommen, wie sieht es aus, dem dritten Bet HaMikdash. Nur mit Ruach HaKodesh konnte der Malbim schreiben, so einen heiligen, tiefen Perusch über Jechezkel. Shira Shirim, hohe Lieder, das, was der Malbim sagt, sagt der Ruzhiner Rebbe, niemand in der Welt ist gekommen auf so eine Idee. Ich bin sicher, dass Shlomo HaMelech hat gewusst, dass das ist eine von den Sachen, was er wollte unbedingt erklären bei Shira Shirim. Also, Shira Shirim, erklärt der Malbim, immer mit zwei Perushim, Mashal und Melitza. Das sind zwei Biografien von Shlomo HaMelech, Biografie von sein physisches Leben und Biografie von sein spirituelles, geistiges Leben. So geht er in die ganzen Heulieder. Ich lese euch noch ein Stückel. Shira Shirim, Asher li Shlomo. HaMelech Shlomo hat geliebt eine Frau, die schönste bei den Frauen, und er hat sie versteckt in sein Königspalast. Und er hat gebracht, Frauen von Jerusalem auf sie zu bewahren. Aber diese Frau, was Shlomo wollte, war schon besetzt zu einer Schafhirte in die Wüste. Und sie ist fünfmal weggelaufen von Shlomo HaMelech zu der Wüste, zum Doda, zu ihrem Onkel, zu ihrer Liebe. Lieber. Viermal hat man sie zurückgebracht zum Königpalast und am fünften Mal, man konnte sie nicht stoppen und sie ist weg und konnte nicht mehr kommen. Und in jedem Lied erzählt er, wie sie ist gegangen in die Wüste und kam zum Doda, zu ihrem Onkel. Also, das ist das, was er erklärt in die physischen Biografie. Genau das erklärt er, dass Shlomo hat geliebt, eine Frau im Himmel, sie ist die Seele, seine geistige Seele, die war versteckt und so weiter. Und so macht er die ganze Zeit parallel zwischen Mashal, zwischen dem Fabel, dem Allegorie und zwischen dem Nimshal und zwischen der Moral, die Lehre, was man lernt davon. Sagt der Ruzhiner Rebbe, es ist unglaublich, so eine Perusch, das kann schreiben, nur so ein Ish Asher Ruach Elohim Bo. Also er hat zitiert das, was steht geschrieben über Josef, dass er ist eine, wo Ruach Elohim spricht von seinem Mund. Er ist was ganz Besonderes. Ish Asher Ruach Elohim Bo, so hat geschrieben
der Ruziner, der Rebbe von Sanigura, über Hamalbim. Es ist unglaublich, was er schreibt über ihn. Okay, gehen wir weiter. Hier. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. Also einen Mann finden, in welchen der Geist Gottes ist. Also der Ruziner Rebbe nennt Hamalbim Ish im Ruach Elokim und er nennt ihm auch Choker Elokim. Choker Elokim heißt Gottes Forscher. Und als der Malbim wurde in Gefängnis gesetzt in Rumänien, hat der Ruziner Rebbe Kontakt gefunden zu Moshe Mantifiori in England und hat man ihn vom Sperre rausgenommen. Und danach hat er getroffen und er hat ihn genannt Echad Mishelanu. Echad Mishelanu bedeutet eine von unseren. Das ist Ruzin Sanigure. Belzechsidim, Reb Aaron Agadol, der große Rebbe von Belz, ist einmal gekommen zum Besuch zum Rav Amiel, ein großer Rabbiner. Und er hat gesehen ein Bild von der Malbim. Also es gibt so ein Bild, man glaubt, das ist der Malbim. Als der Belzer Rebbe hat gesehen dem Bild, er hat gesagt, der Malbim ist ein ehrlicher Jid. Ein ehrlicher Jid braucht man nicht mehr kommentieren. Jetzt gehen wir zum Chabad. Bei Chabad erzählt man, dass der Malbim ist gekommen zu der Rebbe Maharash, Rab Shmuel von Lubavitch, der fünfte Lubavitcher Rebbe, und er hat ihm gebeten, er hat gesagt, der Lubavitcher Rebbe, lerne mit mir, bevakasha, Chassidut. Und der Rebbe Maharash hat gesagt, nein, ich lerne nicht mit dir, weil deine Neshome ist nicht für Chassidut, deine Neshome ist für Pshat und Teure Shebichsav. Deine Neshome ist gekommen in diese Welt, um zu kommentieren die Torah. Nicht zu lernen jetzt die Sodot, die Pnimiyut, die Torah, Jeina shel Torah. So wie, und er hat ihm gegeben ein Beispiel, in der Zeit von dem Arizal, einer von den großen Tzadikim in Zfat, Reb Moshe Alschich, wollte beim Arizal lernen Kabbalah. Und der Arizal hat gesagt, nein, das ist nicht für dir. Deine Neshome ist die Torah zu kommentieren. Und der Alschich hat gemacht eine Perush über dem Torah. Es war in Lubavitch ein großer Maschpia, Reb Groinem Estermann. Der war ein großer Chassid von dem Rebbe Nishmos Eden und dem Rebbe Rayatz. Von zwei Rebbes. Also Maschpia, ein großer Chassid und ein Mensch, der hat viele Chassidim gebaut. Er hat gesagt, Reb Groinem Estermann, Hamalbim aya Gaon Amiti. Er war eine wahre Genie. Er konnte lernen zu seinem weltlichen Abitur in anderthalb Monat. Und einmal Reb Groinem Estermann ist gekommen zum Rebbe Rayatz. Und der Rebbe Rayatz hat ihm gefragt, geben Sie bestimmt Shiurim, Sie lernen mit Leuten Torah. Sagt er, ja, jeden Morgen in Schil, in der Betakneset, in die Synagoge, ich lerne mit Menschen Chumash im Malbim. Also Torah mit Perush von Malbim. Hat der Rebbe Rayatz gesagt, Isher Koyach, Yamshich Beatzlacha. Also Isher Koyach, mach weiter. Unser Rebbe, der siebte Lubavitcher Rebbe, Rebbe Menachem Mendel Schnorson, mein Rebbe, hat mehrere Mal den Malbim erwähnt in seinen Schriften Lekutei Siches und auch in seinen Briefen Igrot Kodesh. Ich gebe euch ein Beispiel, einen Beweis. Igrot Kodesh, Teil 6, Paragraph Siman Aleph,
sagt der Rebbe, schreibt zu jemand, dass der Hamalbim katav besefer haTorah veHaMitzvah drush geoni beparashat Chukat. Also der Rebbe schreibt jemand, dass in dem Buch von Hamalbim, in sein Buch haTorah veHaMitzvah, Perush laTorah, in Abschnitt Chukat, das ist in vierte Buch Moshe, wenn jemand liest diesen Perush von Hamalbim, sieht er, dass Hamalbim war ein Gaon, Drush Geoni, eine unglaublichen Gaon. Also da sieht man von dem Rebbe, dass Hamalbim war Gaon. Jetzt kommen wir zu den Wischnitzer Chassidim. Sie wissen, in Bukarest, in Rumänien, waren dort ein paar Gruppen von Chassidim. Es waren dort die Kloisenburger Chassidim. Es war nicht weit auch von dem Satmerer Chassidim. Aber die meisten Chassidim in der Umgebung von Bukarest und Rumänien waren die Wischnitzer Chassidim. Die Wischnitzer Chassidim haben sehr stark gehalten von Hamalbim. Nicht nur als bis jetzt haben wir nur gesehen, dass alle Rebbes, der Ruzhiner Rebbe, der Belzer Rebbe, der Lubavitcher Rebbe, halten von seinen Kommentaren und von seiner Persönlichkeit. Aber die Wischnitzer Chassidim haben gehalten von seinen Piske Aloche, von seinen Halacha-Entscheidungen in alle Bereichen, ob es ist jetzt Shabbos, Eruvin, Mikvoes, Nide und in alle Halachot, was gibt, haben sie den Malbim genommen als Posek Halacha, als eine von den Detisoren, eine der Entscheidungen trifft, so wie ein religiöser Richter, so wie ein, das nennt man ein Psak, eine Entscheidung, wie wird das gemacht, Piskei Halachot. Ich weiß nicht, wie man übersetzt genau, aber ihr werdet schon finden, was das bedeutet. Der Malbim bei den Wischnitzer Chassidim war nicht nur ein Darshan, ein Prediger, der war nicht nur ein Kommentar, der war ein Posek Halacha. Wenn Menschen von Wischnitz haben gehabt, ein halachischen Probleme in Schritte, in Eruvin, im Shabbos, wie gesagt, die sind gegangen zu der Malbim und er hat sie gepaskend und sein Psak war bei denen Halacha le Moshe Misinai. So wie Moshe Rabbeinu hat gesagt Shabbat Shalom. Jetzt gehen wir zu der letzten Gruppe. Das ist Chassidei Gur, Gerer Chassidim. Die Gerer Chassidim stammen alle von Kotzk, von Rabbi Menachem Mendel von Kotzk. Es war in der Stadt Lintschitz ein Kotzker Chassid, der war sehr reich, sehr alt und sehr frisch. Und der ist gegangen auf dem Malbim zu seinen Jahren. Der hat ihm die ganze Zeit, der Malbim, dieser reichen Mann, hat die ganze Zeit beleidigt, der Malbim. Der hat ihm gechappet, weiß ich nicht warum. Und er hat dem Mamesh Reudev gewonnen. Er hat ihm wirklich nachgejagt und gepeinigt und beleidigt und verschämt, überall. Irgendwann, er ist nachgelaufen nach dem Malbim auf der Straße, bis der Malbim hat ihm gesegnet. Und nach einer gewissen Zeit, der reiche Mann ist von dem Segen geworden, arm, bankrott, auf dem Kanten gefallen. Dann ist er gegangen mit seinem Schmerz zum Chidusha Iharim, der Gerer Rebbe. Und er hat gesagt, Rebbe, ich erzähle dir, was ist passiert. Ich habe gechappet, ich habe gepixelt, beleidigt den Malbim. Und er hat mir gegeben, Mamische Beirach. Und guck mal, was ist mit mir passiert. Hat ihm der Gerer Rebbe gesagt, der Malbim ist ein Goen und ein Zadig. Und du willst, soll dir gut gehen? Wie bitte? Sei froh,
dass in Eulom habe, sei froh, dass im Kommen der Welt wird man dir wenig bestrafen auf das, was hast du gemacht, zu so einer großen Zadik. Hier sehen wir eine große Umwandlung von einem großen Mensch, Hamalbim, dass am Anfang war er zu vielen Leuten sehr skeptisch und zum Schluss haben sie eine andere Meinung auf ihn bekommen. Warum? Das will ich euch sagen. Wo hat begonnen die positive Änderung von der Einstellung von den Hasidim, von allem? Die Ruziner, der Belzer, der Gerer, die Chabadnikim, die Wischnitzers. Wo hat sich alles geändert? Es war Zeit, wo Hasidim haben gedacht, dass seine ganzen Kommentare, der Malbim ist geworden, Cholile Amaskil. Und sie haben ihn missgeachtet. Es war ein großer Rebbe, Rabbi Joshua Rokach von Belz, Zecher Tzadik Livracha. Er hat geschickt zu dem Malbim zwei Spionen, zwei Kundschaften sollen kommen und sollen ihn prüfen von morgen bis Abend, wie er sich benehmt, was er tut. Und sie haben bekommen von ihm einen sehr, sehr guten, positiven Eindruck von seinem Leben. Und ab dem, der Belzer Rebbe hat geschwiegen alle Leute, die gegen Hamalbim gekämpft. Und das war die ersten Änderung. Und daher lernen wir heute etwas sehr interessant. Nicht satt werden von das, was man hört. Hast du über jemanden Bemerkung, Kritik, sprich mit ihm direkt. So wie der Belzer Rebbe hat geschafft, dass die Hasidim sollen andere Denkweise über dem Malbim bekommen. Also, ja. Hashem soll helfen, dass dem Zchut, der Verdienst von dem Malbim, soll uns alle gut tun. Und Hashem soll schicken die ganze Welt Stabilität und Haltkräfte, so wie der Malbim. Also ich fühle mich mit großer Ehre und Respekt für diesen großen Mensch. Was für ein besonderer, stabiler Mensch war er in seinem Leben und so viel geschafft und so viel gelernt und so viel gelehrt. Unglaublich, was er hat gemacht und getan. Und wir schließen. Gibt ein Spruch: Gdolim Tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Groß sind die Tzadikim nach ihrem Tod, noch mehr wie in ihrem Leben. Warum? Steht geschrieben, Divreihem em Zichronam. Ihre Wörter, ihre Gedanken, ihre Tora lernen, das, was bleibt zum Schluss. Und diese Tora, was er damals als Wurzeln gesät, mit so viel Schweiß und Mühe, heute ist riesig gewachsen und alle kaufen schon dem Malbim. Kluge Menschen verstehen, wie wichtig ist das, dem Perusch von Malbim.
Und er hat geschrieben, das ist der Segen, was das hat er uns hinterlassen. Arzoi Sachaim, ein Buch über Shulchan Aruch. Zweiten Teil in Warschau. Arzot HaShalom, 9 Prediger. Buch Yeshayahu in Warschau. Schriftrolle Esther in Breslau. Vaikro, wegen das, was habe ich euch gesagt, die höchsten Buch Sifra, Torat Kohanim und seine Perusch, das hat er gemacht in Bukarest. Das heißt, HaTorah VaMitzvah. Danach hat er geschrieben, wieder in Vilna, die 4 Bücher Bereshis, Schmois mit die Michilta, Bamidbor und Dvori mit die Sifri. In Königsberg hat er geschrieben, Shirei HaNefesh al Shira Shirim, also in Deutschland hat er geschrieben, Lieder und Poet über Shira Shirim. Geza Ishaya, ein Buch über Schriftrolle Ruth. Buch Daniel. Die Bücher Joshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yechezkel, Yirmiyahu und Iov. Also sieht man, wie groß und wie unglaublich besonders war der Malbim. Und hier sehen wir seine Perusch über Ruth. Dieser Perusch heißt Geza Ishai. Geza Ishai bedeutet der Stammbaum von Mashiach. Und wir werden schließen mit das, was er sagt über Geza Ishai, über den Mashiach, um uns ein bisschen Hoffnung geben für unser Leben. Er schreibt so: Das ist die Wahrheit. Der heißt, also diese, alle haben gesagt, Yulad ben le Naomi, es ist ein Kind geboren zu Naomi. Sagt der Malbim, das ist die Wahrheit. Er ist der Sohn von Naomi. Und sein Kind wird sein Oved. Warum heißt er Oved? Sagt der Malbim, Oved bedeutet, ja, Yavodet Hashem, er wird Gott dienen. Und er ist der Vater von Yishai und von ihm kommt der König von David. Und da sagt er, erklärt der Arizal im Buch von Gilgulim, von Wiedergeburt, dass die besonderen Seelen in dieser Welt, die sind gefesselt in Takla da Shashit Nishmatin. Also die sind gefesselt irgendwo. Und man kann nicht diese Neshama rausnehmen, normal in legale Wege. Und man trickt sie, man lügt sie, man zeigt sie irgendeinen unreinen Ort. Und sie denken, dort wird bleiben die Neshama. Und zum Schluss, das Positiv wird überwinden das Negativ. Und so war das in die ganze Geschichte. Die Seelen waren in Rachel und Lea, wo sie waren 2 Geschwister. Und sie haben gedacht, vielleicht die Neshamot werden bleiben in Unrein, weil das sind 2 Schwestern und ist verboten. Genauso Peretz, die Tamar ist geschlafen mit Yehuda. Und Naomi Bamon und Moab. Und auch früher die Töchter von Lot, die haben mit ihm geschlafen. Und da sagt er, Vayehi beitra bet Peretz asher yalda Tamar, um in dieser Welt etwas zu schaffen, muss man einen neuen Trick in dieser Welt bringen. Und es ist unglaublich, und das ist auch eine Hoffnung, dass auch die Zeit, wo wir jetzt erleben, auch wenn sie scheint uns kompliziert und dunkel und Hester Panim Hashems Bedeckung, es ist bestimmt irgendein Riss, dass die Kedusha, dass die Neshamot HaKedushot werden, die Tum'a, die Unreit, Reinheit besiegen. Alles, was wir haben gelernt und gesprochen heute, soll sein, Le'ilui Nishmat, um zu heben die Neshama von unserer großen Tzadik Hamalbim, Harav Meir Leibusch, Ben Yechiel Michel Weiser,
זכר צדיק וקדוש לברכה, und wir danken Hashem, dass unsere Welt ist nicht total weiser. Wir haben auch so eine große Tzadik wie der Malbim. Bleib alle gesund und stark und vergiss nicht zu gucken, auch unsere Shiur, den Perush von Malbim, über die Schriftrolle Esther, um zu erkennen und zu bekommen einen wahren Geschmack, wer war der Malbim. Shalom, bleib gesund und stark. בשורות טובות, ישועות ונחמות, בביאת משיח גואל צדק. אמן.